Ryzen 5 ist endlich da und ich bin hier, um einen Blick auf das AMD Ryzen 5 1600er Modell zu werfen und paare dieses mit 3200 MHz DDR4 RAM. Bald teste ich auch schon den Ryzen 5 1400. Zuletzt habe ich bereits den Ryzen 7 1700X getestet, habe aber damit einige Kompatibilitätsprobleme gehabt. Diesmal bin ich besser gerüstet und zwar mit G-Skills Flair X 3200 MHz DDR4 Arbeitsspeicher, der mit Ryzen kompatibel sein soll, einer noch neueren BIOS-Version und neuer Software. Das heißt, den 1700X und i7 7700K habe ich beide ganz von vorne neu getestet mit 3200 MHz RAM. Ich habe mir sogar für dieses Video extra einen i5 7600 ausgeliehen. Immerhin ist der direkte Gegner des Ryzen 5 1600er eben Intels i5 7600K bei einem fast identischen Preis von 230 Euro derzeit. Wie es der Fall bei den Nicht-X-Modellen ist, wird ein Stockkühler mitgeliefert. Mit diesem 1600er ist es der Wraith Spire, den ich ebenso testen werde. Hier bei diesem allerdings kein RGB. Was den Rest angeht, die CPU, Aufkleber und Installationsinstruktionen. Die AMD Ryzen 5 1600 Summit Ridge CPU ist selbstverständlich ein Prozessor des AM4-Sockels mit 6 Kernen und 12 Threads dank SMT, 3,2 GHz Basis, 3,6 GHz Turbotakt. 65 Watt TDP, 14 Nanometer Fertigung, 3 MB L2 und kolossale 16 MB L3 Cache. 64 GB maximale Arbeitsspeicherkapazität, Dual Channel DDR4 2667 Speichercontroller und ein frei wählbarer Multiplikator für etwas Übertaktungsspaß. Anders als beim Ryzen 7 installiere ich die Ryzen 5 CPUs in ein eher budgetorientierteres X370 Mainboard, namentlich das Asus Prime X370 Pro, obwohl es mit einem B350 Board eigentlich genauso gut ginge. Dieses bestimmte Board verfügt beispielsweise über ein 10-Phasen VRM Power Design, also ihr könnt davon ausgehen, dass ich etwas Overclocking mit dem Chip betreiben werde, aber mehr dazu in einem separaten Video, okay? Also das sind ein paar erstaunliche Ergebnisse. Ryzen 5 ist ein sehr starker Konkurrent Intels i5 und i7 Prozessoren, wie es scheint. Wieso i7, fragt ihr vielleicht? Nun seht euch doch einfach einmal an, wie gut sich der Ryzen 5 1600 in Produktivitätsbereichen wie Videobearbeitung, Rendering und all das Zeug schlägt. In Vegas Pro 14, die Videobearbeitungssoftware, die auch ich zum Produzieren meiner Videos nutze, schlägt der 1600er mit Leichtigkeit den i7 7700K, gar nicht erst zu reden den i5 7600K. Aber okay, in aller Fairness, der i5 ist nicht für schweres Rendering, Encodierung und was weiß ich nicht alles gedacht. Es ist eine Gaming-CPU.
Also wie sieht's mit den Bildraten in Spielen aus mit dem Ryzen 1600? Nun überraschend, okay nicht wirklich, der 1600er ist kaum schlechter als AMDs Ryzen 7700X, was Gaming betrifft. Also soll es nur eine CPU zum Spielen sein, kein Grund das Geld in einen 1700X zu investieren. Man ist besser dabei, sich einen 1600 oder 1600X anzuschaffen. Es macht allerdings mehr Sinn, den 1600 mit dem 7600K zu vergleichen, da beide derzeit fast gleich viel kosten. In Titeln, die auf Multithreading setzen, schnappt sich der 1600 natürlich die Krone mit seinen 6 Kernen und 12 Threads im Gegensatz zu den nur 4 Kernen des i5s. Im Großteil der Spieletitel ist aber der i5 7600 ein kleines bisschen schneller, dies auf 1080p. Auf höheren Auflösungen gibt es kaum Leistungsunterschiede, selbst wenn man gegen einen i7 7700K vergleicht, was aber irgendwo Sinn macht, denn meine GTX 1070 ist in dem Fall das Bottleneck, der Flaschenhals. Aber alles in einem bietet der 1600 i7 4770K mäßige Gaming Performance und kann mit Intels größten und neuesten i5 den 7600K mithalten. Der Ryzen 5600 hat aber noch ein Ass im Ärmel, er schlägt den neuesten i7 Kaby Lake Prozessor in Bild- und Videobearbeitung sowie Rendering. Ich sollte aber darauf hinweisen, dass ich aus Zeitmangel nicht den i5 7600K mit dem 3200 MHz RAM nachtesten konnte. Mit diesem hätte ich also auch noch ein paar Bildraten mehr herausholen können, als es mit 2666 MHz der Fall wäre. Aber nichts Weltbewegendes halt. Ryzen profitiert viel stärker von Arbeitsspeicher mit einer hohen Taktrate, als es bei den derzeitigen Intel-CPUs der Fall ist. Hinsichtlich Temperaturen habe ich nun sogar meine 1700X Auslesungen korrigiert. Ich dachte, mein Mainboard hätte sich schon um den 20 Grad Offset des 1700X gekümmert, aber scheinbar doch nicht. Also das ist nun alles behoben. Beide der 1700X und 1600er laufen extrem kühl, mit AIO-Wasserkühlungen halt. Da der 1600 aber auch einen recht ordentlichen Stockkühler mit im Lieferumfang hat, habe ich auch damit ein paar Tests durchgeführt. Die Kühlleistung ist nicht bahnbrechend, aber die Temperaturen sind schlichtweg okay. Was wichtig bei solchen Kühlen ist, das ist die Lautstärke. Und ich kann euch versichern, der Lüfter ist sehr, sehr leise, auch auf Volllast. Der Stromverbrauch ist beim Ryzen 5600 zwar höher als beim i5-7600K und dem i7-7700K, in Anbetracht der gebotenen rohen Rendering-Power, die besser ausfällt als die des i7-7700Ks, ist Ryzen doch sehr effizient und hat all das Recht, etwas mehr zu verbrauchen. Also zur Frage, was besser ist, dieser Ryzen 5600 oder der i5-7600K, die Wahl liegt bei euch. Derzeit würde ich aber im Großen und Ganzen betrachtet eher zum Ryzen raten, da sehr ähnliche Gaming-Leistung geboten wird, aber einfach so viel mehr Power in Produktivitätsbereichen. Plus kommt der 7600K nicht einmal mit einem Stockkühler, dieses Ryzen-Modell hingegen schon. Ganz klar kann ich den AMD Ryzen 5600 definitiv empfehlen, eindeutig Goldauszeichnung. Wie sieht's mit euch aus? Seid ihr für Team Ryzen 5 oder i5? Lasst mich wissen, danke sehr fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.